Willkommen zu diesem Video. Heute werden wir uns mal angucken, wie man in einen Master in Data Science reinkommt. Ich habe eine Liste von 12 Universitäten in Deutschland vorbereitet, wo ein Master in Data Science angeboten wird, und wir werden uns ganz genau angucken, welche Requirements gibt es, was muss man erfüllen, um da reinzukommen. Bei mir ist es so, dass ich jetzt seit 4 Wochen im Master Data Science an der TU Dortmund studiere, und vorher habe ich gar kein Informatikstudium gemacht, sondern einen Bachelor in Psychologie an der FU Berlin. In diesem Video werde ich euch unter anderem zeigen, was ihr machen könnt, wenn ihr aus ganz anderen Fachrichtungen kommt als Informatik, wie ihr trotzdem einen Masterplatz in Data Science bekommen könnt. Bei mir war es so, ich habe angefangen Psychologie zu studieren, habe aber irgendwann gemerkt, ich interessiere mich eigentlich viel mehr für Technologie. Und, bisschen kontroverses Statement, ich glaube heutzutage sind Data Scientists eigentlich die besseren Psychologen. Zumindest wenn es um die Forschung geht, also das Verhalten von Personen vorherzusagen. Und nicht nur in der Psychologie ist es so, auch in ganz vielen anderen Disziplinen müssen wir einfach erkennen, dass der Mensch nicht unbedingt mehr die Krone der Schöpfung ist. Zum Beispiel in der Medizin, wenn man Bilder vom Gehirn hat, können Algorithmen mittlerweile viel besser und akkurater erkennen, ob dort ein Tumor ist, als Experten, die ihr ganzes Leben in dem Gebiet gearbeitet haben. Oder auch im Schach ist es so, dass die Weltmeister längst keine Menschen mehr sind, sondern Computer, die riesige Datenmengen innerhalb von Sekunden verschlingen können und damit einfach jeden Menschen übertreffen. Und ich glaube, in Zukunft wird das nicht weniger, sondern mehr. Noch in viel mehr Disziplinen werden wir Menschen automatisieren durch Computerprogramme. Natürlich werden da auch Jobs verloren gehen, aber generell glaube ich, das ist was Gutes. Wir wollen doch, dass Technik uns langfristig die Arbeit abnimmt, dass wir immer weniger zu tun haben. Ihr wärt doch auch nicht glücklich, müsstet ihr immer noch von Hand die Kartoffeln auf dem Feld sammeln. Ist doch gut, dass es dafür Maschinen gibt. Und auch in anderen Jobs wird das in Zukunft so sein. Das ist so ein bisschen das Warum dahinter, warum ich Data Science spannend finde und warum ich glaube, dass das viel Zukunft hat und wir noch viel mehr Leute brauchen, die sich sehr gut damit auskennen. Das war jetzt genug gelabert, wir kommen jetzt direkt zu der Liste an Universitäten, die ich rausgesucht habe, wo man in Deutschland im Master Data Science studieren kann und welche Voraussetzungen die einzelnen Universitäten haben. Neben dieser Liste gibt es noch einige Fachhochschulen, die auch Data Science anbieten, und auch noch ein paar private Universitäten, so 3 oder 4. Die habe ich allerdings nicht mit reingenommen, aber die 12 Universitäten, die ich hier vorstelle, sind schon die beliebtesten und besten in Deutschland. Wir fangen direkt an mit der FU Berlin. Da habe ich ja meinen Bachelor in Psychologie gemacht, und da habe ich während des Studiums von einem Professor mitbekommen, es gibt so einen Masterstudiengang, der heißt Data Science. Und mich hat das sehr interessiert, deswegen war mein Plan eigentlich, meinen Bachelor möglichst gut zu machen und dann einfach in den Master Data Science an der FU Berlin reinzugehen. Ich habe mir die Requirements angeguckt, und zwar muss man mindestens 20 Leistungspunkte in Mathematikmodulen haben und mindestens 10 Leistungspunkte in Informatikmodulen. Bei den Mathematikmodulen müssen mindestens 5 Leistungspunkte in Wahrscheinlichkeitstheorie oder Statistik sein. Fand ich ganz gut, wir haben sowieso 15 Leistungspunkte Statistik im Bachelor, und dann müssen noch 5 Leistungspunkte aus linearer Algebra oder Analysis sein. Von den 10 Leistungspunkten in Informatik müssen mindestens 5 Leistungspunkte in einem Modul erworben sein, wo es um Algorithmen geht, und mindestens 5 in einem Modul, wo man eine höhere Programmiersprache lernt. Zum Beispiel Java oder C++ oder Python. Kurzer Hinweis noch, wenn ich in dem Video hier von Leistungspunkten rede, dann sind immer sogenannte ECTS-Punkte genannt. Das verwende ich synonym, nur damit ihr es wisst. Zusätzlich muss man auch noch Englischsprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 haben. Das ist aber gar nicht so schwierig. Was viele gar nicht wissen, ist, wenn man in Deutschland Abitur macht und in der Mittel- und Oberstufe zusammen mindestens 5 Jahre Englischunterricht hatte, also von der 7. bis zur 12. Klasse, dann hat man automatisch das Sprachniveau B2. Da muss man also keinen extra Test machen oder so. Wenn der Master in Data Science an der FU Berlin also so gut ist, warum studiere ich da nicht da? Bei mir ist so, ich wurde einfach nicht angenommen. Ich habe zwar alle Requirements erfüllt, ich habe extra neben dem Studium Informatik und Mathe-Module gemacht, aber es war so, dass meine Noten einfach zu schlecht waren. Ich habe mein Psychologiestudium mit einer Durchschnittsnote von 1,1 abgeschlossen. Leider hat das aber nicht gereicht, ich war einfach zu schlecht dafür. Es war so, dass ich für diesen Studiengang Master Data Science an der FU Berlin einfach über 700 Leute beworben haben, es aber nur 23 Plätze gab. Und ich war dann auf Rang 87, glaube ich, oder so. Und das heißt, in diesen Studiengang kommen wirklich nur die absolut Besten rein. Selbst ich war zu schlecht dafür. Man konnte noch Bonuspunkte bekommen bei der Bewerbung für eine praktische Tätigkeit in Data Science. Das zählt aber nur, wenn man mindestens 400 Stunden im Data Science Bereich für ein Unternehmen gearbeitet hat. Dann hat man noch ganz bisschen Bonuspunkte bekommen. Das hatte ich leider nicht, da hätte ich mich vielleicht noch verbessern können. Aber insgesamt, hier ist es wirklich super schwierig reinzukommen. Deswegen kommen wir direkt zur zweiten Uni, und das ist die TU Dortmund. An der TU Dortmund haben wir was Besonderes, und zwar keine Zulassungsbeschränkung. Das heißt, jeder wird angenommen. Es gibt keinen Bewerbungsprozess, man muss sich einfach nur einschreiben. Man könnte jetzt denken, ach, die nehmen einfach jeden, das heißt, der Studiengang ist nicht so gut. Das ist aber nicht so. Dortmund ist einfach nur nicht der beliebteste Ort, um hier zu studieren. Und das ist bei ganz vielen schwierigen Studiengängen so, dass die eher darauf setzen, alle erstmal zuzulassen und dann sich das selber aussortieren zu lassen in den ersten
ersten paar Semestern. Zum Beispiel Mathematik und Physik, beides sehr schwierige Studiengänge, haben selten irgendeinen NC. Da kann sich theoretisch jeder einschreiben, aber nur die wenigsten schaffen es. Ganz so einfach ist es aber trotzdem nicht, in die TU Dortmund reinzukommen, weil man hier wirklich einen Haufen Module hat, die vorausgesetzt sind, damit man sich überhaupt einschreiben kann. Und zwar sind das in der Mathematik und Informatik mindestens 32 LP, die man im Bachelorstudium belegt haben muss, davon mindestens 8 Leistungspunkte in Algorithmen, Datenstrukturen, objektorientierter Programmierung oder Softwaretechnik und mindestens 8 Leistungspunkte in linearer Algebra oder Analysis. Zusätzlich dazu kommen noch 20 Leistungspunkte in Statistik, davon mindestens 4 Leistungspunkte in deskriptiver Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, mindestens 8 Leistungspunkte in Inferenzstatistik, also das ist sowas wie Hypothesentests, und mindestens 8 Leistungspunkte in linearen Modellen und Machine Learning. Und weil das noch nicht genug ist, braucht man auch noch 4 Leistungspunkte in Praxismodulen, wo man Datenanalyse anwendet, und 4 Leistungspunkte in Datenbankmodulen. Also es kommt hier zu den Informatikmodulen noch oben drauf. Das sind also insgesamt 60 Leistungspunkte in bestimmten Modulen, die man vorher schon haben muss, bevor man sich überhaupt einschreiben kann. Wirklich gut ist aber, dass man nicht alle von diesen Modulen schon bei der Bewerbung fertig abgeschlossen haben muss, sondern maximal 16 LP von diesen ganzen Modulen kann man als Auflagenmodule bekommen. Das heißt, man muss die dann an der TU Dortmund im Master Data Science Studium erst noch machen, und das war für mich sehr gut, weil sonst hätte ich sie auch nicht reingeschafft. Ich habe während des Psychologiestudiums im 5. und 6. Semester jeweils pro Semester so 18 bis 20 Leistungspunkte in Informatikmodulen noch dazu gemacht, aber ich hatte zum Beispiel keine 8 LP in linearen Modellen oder Machine Learning. Das heißt, das hat mir gefehlt, aber das habe ich jetzt als Auflage bekommen. Das heißt, ich kann hier Master Data Science studieren, muss das aber bis mein Studium zu Ende ist irgendwann noch machen. Zusätzlich darf der Bachelorabschluss nicht schlechter als 2,5 sein und man muss auch hier wieder Englischkenntnisse mindestens auf B2 Niveau haben. Warum ist das so? Die meisten Data Science Studiengänge in Deutschland sind komplett auf Englisch. Einen großen Vorteil, den so zulassungsfreie Studiengänge übrigens noch haben, ist, dass man quasi ein Semester mehr Zeit hat, um diese Requirement-Module hier überhaupt zu erfüllen. Bei zulassungsfreien Studiengängen ist die Einschreibung nämlich meistens bis so Ende September, Anfang Oktober noch möglich, und da hat man ja seine Prüfungen vom 6. Semester dann ja schon durch. Bei den anderen Studiengängen muss man sich allerdings zum Anfang des 6. Semesters schon bewerben, und da hat man halt keine Chance, im 6. Semester noch irgendwelche Module zu machen, die dafür nötig wären, damit man überhaupt die Bewerbung durchbekommt. Machen wir weiter mit der nächsten Uni, und das ist die Uni Marburg. Auch hier ist der Studiengang Master in Data Science zulassungsfrei. Hier braucht ihr allerdings 72 Leistungspunkte aus Informatik und Mathematik, um zugelassen zu werden. Davon könnt ihr allerdings bis zu 30 Leistungspunkte als Auflagen irgendwann in eurem Studium nachholen. Diese 72 LP Mathematik und Informatik sind äquivalent zu Modulen aus dem Bachelor Data Science, sowas wie objektorientierte Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen, Systemsoftware und Rechnerkommunikation, effiziente Algorithmen, maschinelles Lernen, Grundlagen der linearen Algebra, Grundlagen der Analysis und Grundlagen der höheren Mathematik. Die Uni Marburg ist nämlich neben der TU Dortmund eine der sehr wenigen Unis in Deutschland, die einen Bachelor extra in Data Science anbieten. Und die wollen natürlich, dass ihr zu Beginn eures Masterstudiums ungefähr den gleichen Wissensstand habt, wie Leute, die dort im Bachelor Data Science studiert haben, deswegen diese ganzen Module. An der TU Dortmund waren das ja auch eine ganze Menge. Euer Bachelorabschluss darf maximal mit Note 3,0 abgeschlossen sein, und auch hier braucht ihr wieder Sprachkenntnisse in Englisch von mindestens B2. Die nächste Uni, wo man im Master Data Science studieren kann, ist die Uni Potsdam. Hier ist es so, dass ihr Sprachkenntnisse in Englisch von C1 braucht. Das heißt, ihr müsst einen extra Sprachtest machen, euer Abitur reicht dort leider nicht aus. Für die Uni Potsdam habe ich mir auch die Studienordnung durchgelesen, aber dort gab es nicht so ganz klare Requirements, was man haben muss, damit man dort Data Science studieren kann. Hier ist so, wenn man einen Bachelor in Informatik oder Mathematik gemacht hat, dann ist man auf jeden Fall qualifiziert, dort sich zu bewerben für den Master in Data Science. Wenn man allerdings sowas wie Wirtschaftsinformatik oder eine Naturwissenschaft gemacht hat, dann ist man auch qualifiziert, muss aber unter Umständen sogenannte Brückenmodule machen, also ein bisschen wie so Auflagenmodule an den Unis, die wir vorher gesehen haben. Man kann aber natürlich versuchen, auch mit Psychologie dort reinzukommen. Ist halt die Frage, ob die das zulassen oder ob denen das zu wenig Mathematik war. Die schreiben ja aber, dass man zumindest Einführungen in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik gehabt haben sollte, und das ist im Psychologiestudium ja der Fall, also geht das vielleicht sogar. Als nächstes haben wir die Uni Mannheim. Auch hier ist es so, dass man wieder einen Bachelorabschluss braucht, der mindestens 2,5 oder besser ist, und Sprachkenntnisse in Englisch von mindestens Niveau B2. Hier ist es so, dass man als Voraussetzung mindestens 48 Leistungspunkte in Informatik, Mathematik, Statistik und empirischen Forschungsmethoden irgendwie zusammen haben muss. Das ist da nicht genauer definiert, dass man bestimmte Module haben muss, sondern einfach 48 LP in diesen Bereichen, und dann ist gut. Ich kann euch auf jeden Fall raten, wenn ihr so einen Fachwechsel machen wollt, zum Beispiel aus irgendeinem anderen Studiengang nach Data Science gehen wollt, dann informiert euch wirklich
wirklich frühzeitig darüber, was sind die Requirements, was wollen die haben und wie viel Zeit habt ihr im Studium, die überhaupt zu erfüllen. Ich habe das zum Beispiel komplett im letzten Jahr gemacht, weil ursprünglich hieß es an der FU Berlin, ja, mit dem Bachelor in Psychologie, man kommt da rein, das ist kein Problem. Und dann habe ich erst gesehen, ich muss das und das und das an Modulen noch machen. Und für die TU Dortmund oder die anderen Unis hier sind das ja sogar noch viel mehr Module aus Mathematik und Informatik, die man erstmal gemacht haben muss. Die nächste Uni, die wir haben, ist die LMU München und das ist wahrscheinlich die Uni, wo es wirklich neben der FU Berlin am schwierigsten ist, reinzukommen in diesen Master in Data Science. Hier ist es so, dass dort steht, man braucht mindestens einen Bachelor in Informatik oder Mathematik oder einem verwandten Studiengang und zusätzlich dazu braucht man dann auch noch 30 LP in Data-Based Modeling. Das sind Module, die haben mit Statistik, Data Mining, Probability Theory und Machine Learning zu tun und noch 30 LP in Computational Methods. Und hier ist das Bewerbungsverfahren auch relativ kompliziert. Neben seinen Noten muss man noch einen Lebenslauf einreichen und ein ganzes Essay schreiben. Ich glaube, 1000 Wörter muss das lang sein, wo man beschreibt, warum man denn so gerne Data Science dort studieren möchte. Die LMU München ist sehr selektiv und es gibt auch ein persönliches Gespräch dann, wo die nochmal gucken, wer ist wirklich geeignet. Und auf der eigenen Website schreiben die Elite Master Program. Also das ist wirklich so ein Elite-Studiengang, macht euch da nicht zu viele Hoffnungen, dort reinzukommen. Als nächstes auf der Liste haben wir die Uni Trier. Hier braucht ihr für eine Bewerbung mindestens einen Bachelor von 2,0. Ich habe auf der Website gelesen, mit 2,5 geht es auch, aber nur in Ausnahmefällen und da muss dann nochmal wirklich sehr geprüft werden, ob das möglich ist. Außerdem braucht ihr hier Englischsprachkenntnisse von C1 oder höher, also ist wieder ein Sprachtest fällig, Abitur reicht hier leider nicht aus. In der Studienordnung der Uni Trier steht, wenn ihr den Bachelor in Mathematics, Business Informatics, Business Mathematics, Economics, Computer Science oder Statistics gemacht habt, dann ist auf jeden Fall eine Bewerbung möglich, da braucht ihr keine zusätzlichen Module machen. Wenn ihr aber aus einem anderen Bereich seid, wie zum Beispiel ich aus Psychologie, dann könnt ihr euch dort trotzdem bewerben, müsst aber 50 Leistungspunkte in solchen Requirement-Modulen haben und es müssen einfach 50 Leistungspunkte in Informatik, Mathematik und Statistik zusammen sein. Also Uni Trier auch so ein Kandidat, wo man sich auf jeden Fall bewerben kann, wenn man was anderes studiert, also nicht Mathematik oder Informatik, aber neben dem Studium einfach noch ein paar Mathematik- und Informatik-Module macht und dann kann man hier auch reinkommen. Als nächstes haben wir die Uni Leipzig, auch hier wieder zulassungsfrei und wenn ihr einen Bachelor in Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Statistik habt, dann werdet ihr in jedem Fall zugelassen, braucht keine weiteren Module machen. Wenn man allerdings einen anderen Bachelor gemacht hat, dann sollte dieser Bachelor mindestens 20 Leistungspunkte aus Mathematik und theoretischer Informatik enthalten und mindestens 40 Leistungspunkte aus Grundlagen der Informatik und Programmierung. Da sind in der Studienordnung der Uni Leipzig so ein paar Module beschrieben, zu denen das äquivalent sein soll. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das vielleicht erfüllen könnt. Hier braucht man auch wieder nur Englisch B2, also ich denke, das ist zu schaffen, dort reinzukommen. Als nächstes haben wir die TU Chemnitz, auch hier wieder zulassungsfrei. Scheinbar scheint Sachsen insgesamt nicht so beliebt zu sein. Das heißt, dort könnt ihr wirklich gut studieren, wenn ihr vorher Mathematik, Informatik, Elektrotechnik oder Physik im Bachelor gemacht habt. Und laut der Studienordnung können andere Studiengänge nach Einzelfallprüfung auch zugelassen werden. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr interessiert euch sehr dafür, ihr zeigt denen, ihr habt vielleicht schon in dem Bereich gearbeitet, ihr habt irgendwelche Module in dem Bereich gemacht, vielleicht lassen die euch auch zu. Könnte ich mir gut vorstellen. Die TU Braunschweig bietet einen Master in Data Science auch zulassungsfrei an. Hier braucht ihr allerdings wieder einen Sprachtest und Englischkenntnisse von mindestens C1, nicht ganz so leicht zu schaffen. Und hier braucht ihr auch wirklich sehr, sehr viele Leistungspunkte, um überhaupt reinzukommen. Da habt ihr einmal die Wahl entweder 15 LP in Mathematik plus 60 LP in Informatik oder 75 LP in Mathematikmodulen und 15 LP in Informatikmodulen. Warum die Balance hier nicht so ganz stimmt, kann ich nicht so ganz sagen. Ist auf jeden Fall sehr happig, das zu schaffen, wenn man nicht gerade aus einem Mathematik- oder Informatik-Bachelor kommt. Als nächstes haben wir die Uni Hildesheim. Die ist leider nicht zulassungsfrei. Das heißt, da gibt es ein normales Bewerbungsverfahren. Und hier ist es wirklich schwierig reinzukommen, wenn man aus einem anderen Fach ist. Die wollen eigentlich nur Leute haben, die im Bachelor Computer Science, also Informatik, Information Technology, Mathematik oder irgendein verwandtes Feld gemacht haben. Andernfalls ist es leider nicht möglich, bei der Uni Hildesheim reinzukommen, wenn man wie ich zum Beispiel aus Psychologie kommt. Ich habe dazu keine Klauseln in der Studienordnung gefunden. Als letztes auf unserer Liste haben wir die FAU Nürnberg Erlangen. Und auch hier könnt ihr einen Master in Data Science erlangen. Wenn ihr euren Bachelor schon in Mathematik, Technomathematik, Wirtschaftsmathematik oder Data Science gemacht habt, dann ist die Bewerbung in jedem Fall möglich. Wenn ihr aber einen Bachelor in Physik, Ingenieurwissenschaften oder Informatik gemacht habt, könnt ihr euch auch bewerben. Ihr braucht aber mindestens 60 Leistungspunkte aus Informatik und Mathematik. Ich weiß nicht, wie genau das ist, wenn ihr aus anderen Studiengängen kommt. Das, was hier steht, habe ich so aus der Studienordnung von denen. Kann sein, dass die einen auch zulassen, wenn man jetzt nicht aus Physik, Ingenieurwissenschaften und Informatik kommt. Hier wird auch wieder Sprachniveau B.
B2 gefordert, natürlich, weil der Studiengang ist halt auf Englisch. Das waren die 12 großen Universitäten in Deutschland, wo man einen Master in Data Science machen kann. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass es bei mir so gut geklappt hat, dass ich trotz des Bachelors in Psychologie keinen Psychologie-Master machen muss, sondern in Data Science gehen kann, weil das wirklich das ist, was mich wirklich interessiert. Ihr seht also, es ist möglich, wenn man im Bachelor was anderes studiert hat, seinen Studiengang quasi noch zu wechseln im Master. Ich glaube, Data Science ist wirklich ein Studium mit Zukunft. Die Bezahlung nach dem Studium ist nicht schlecht. Man kann von überall aus arbeiten. Man lernt sehr gut Englisch im Studium. Man trifft viele Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie das Studium denn genau ist. Dazu werde ich vielleicht nochmal ein extra Video machen. Momentan habe ich ja noch nicht so viel Erfahrung da drin. Ich studiere es erst seit 4 Wochen. Bisher alles in Ordnung, aber ich kann jetzt noch keinen so großen Überblick über alle Module geben. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen von euch geholfen, einen besseren Überblick zu bekommen, was man denn an Voraussetzungen erfüllen muss, damit man im Master Data Science studieren kann. Wenn ihr euch dafür interessiert, sowas oder was ähnliches zu studieren, lasst uns gerne in den Kommentaren drüber reden. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos über Psychologie und Data Science sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video.